So Leute, da bin ich wieder. Wir sind ja am letzten Part leider falsch abgebogen. Ich hoffe, die 10 Sekunden, die das jetzt gekostet hat, werdet ihr mir verzeihen. Denn in Wirklichkeit geht es jetzt hier weiter. Ja, das geht am besten mit ins Feuerinferno. Hallo, es nervt nicht. Na komm. So. Eine geheimnisvolle Tür und eine noch geheimnisvollere Truhe. Was könnte es anders sein, außer da kommt was? So Leute, könnt ihr schauen, der obersten Etage haben wir alles, hier haben wir alles, fehlt bloß noch hier ein bisschen was, sieht auch nicht viel aus und ganz unten sieht es ein bisschen mehr aus, aber macht ja nichts. Auf alle Fälle ist es nicht besonders viel. So, wie gesagt, hier geht es jetzt weiter und hier gibt es wirklich eine ganz blöde Stelle, Leute, die ist zwar nicht schwer, aber das Spiel kann sich aufhängen, wenn man hier ungünstig. Komm. Ich wollte eigentlich das Auge der Wahrheit machen, aber ich habe ja noch den Feuerentferner hier drauf liegen. Naja, gut, macht nichts. Haben wir gleich die Skulltula auf die Art und Weise getötet. Ich kann es euch ja mal spaßenshalber erklären. Hier ist nämlich eine Skulltula und die kommt runter. Und wenn man da jetzt hier am Rand vorbeigehen will, wird man immer wieder getroffen und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Man kann keine Items mehr einsetzen und kann auch nicht mehr zurück oder nicht mehr vor. Da hilft halt bloß noch Neuladen dann. Also traurig das auch ist, ja, das Spiel hängt sich an dieser Stelle dann auf. Wie zum Beispiel jetzt das war. Und so ist es dann eben auch. Nur, dass man überhaupt nicht mehr dazu kommt, irgendwas anderes zu machen. So, hier sind wieder 8 auf die Kreaturen, die von der Decke hängen. Genau. Auf die achten wir aber gar nicht, weil wir die ignorieren einfach. Knochenjäger. So, wenn wir jetzt das Auge der Wahrheit machen, sehen wir, hier sind eigentlich Plattformen. Ja. So, und jetzt geht's hier weiter. Mal sehen, was wir hier alles haben. 2 Schatztruhen müssten hier ja sein, irgendwo. Auf alle Fälle ist ja wieder etwas, was man nicht sehen kann. Und hier oben ist eine Fledermaus. Hier ist auch noch so ein nerviges Vieh. Biene braucht keiner. Hier ist eine Tür, die geht aber noch nicht auf. Kriegst du die blöde Fledermaus noch oder wie sieht das aus?
wenn die so scheiße fliegt, kriegt man sie nicht. So, jetzt. Müssen wir mal schauen, ob noch irgendwo hier Gegner sind. Irgendwie müsste sich ja mal das Tor dann öffnen. Leute, komisch. Wie geht's denn hier weiter? Hier ist noch eine Fledermaus. Die vielleicht noch töten. Leute, ordentlich. Link. Jetzt vielleicht? Jetzt vielleicht. Okay. So, hier befinden sich zwei Schatztruhen. Die eine sieht man, die andere sieht man nicht. Pfeile. Kann nie schaden. Und hier ist wahrscheinlich ein Schlüssel oder irgendwie sowas. Mal sehen. Jawohl. Hier ist eine goldene Skulltula. Brauchen wir wieder einen Enderhaken. Ist ja immer schön, wenn man hier ins Menü rein muss, weil es kostet ja zum Glück keine Zeit. So. So, und wir gehen wieder zurück in den Hauptraum. Hier mache ich mal ein Safe State. Hier ist nämlich so eine schöne Plattform, auf die müssen wir drauf. Und genau da, weil das nämlich öfters passiert, lade ich nochmal neu. So, diesmal haben wir es aber geschafft. Das Auge der Wahrheit mal kurz gemacht und dann wird euch auffallen, dass man nichts weiter sieht. Macht aber nichts. Denn als nächstes müssen wir hier rüber. So, hier befinden sich wieder ein paar Silber und Rubine. Ja, mit den Gleitstiefeln zu laufen ist scheiße, aber lässt sich nun mal nicht ändern. Und Nummer 5. Ein weiteres Tor öffnet sich, in das gehen wir selbstverständlich rein. Ich weiß, dass ich gleich tot bin, aber ich habe ja ein paar Fäden mit. So, was befindet sich hier drin? Auch noch ein bisschen Scheiß. Als allererstes hier eine Kiste. Vorschieben, dass wir von diesen blöden Dingern hier nicht erquetscht werden. So wie hier. Herzen können nie schaden. Komm. Bomben auch nie. Ja, lauf genau rein, bitte. So, jetzt von der anderen Seite einfach hier weitermachen. So, hier hinten eine Schatztruhe. Goldene Skulltula.
Warum auch nicht? Kann ja nicht schaden. So. Und wir verschieben unsere Kiste weiter. Bis sie hier einrastet auf diesem Ding hier. Jetzt. So, jetzt können wir auch hier hoch. Und hier rüber. Das war shit. Das war große Scheiße, Leute. Müssen wir das jetzt alles nochmal machen? Oder liegt die Kiste noch hier hinten? Nein, wir müssen alles nochmal machen. Okay. Scheiße, scheiße. Dieser Link ist ein Trottel und wird immer einer bleiben. Diese scheiß Stiefeln gehen mir auch sehr auf den Keks. Es gibt Leute, die gewöhnen sich dran, mit den Stiefeln zu gehen, aber bin ich nicht so der Freund davon. Wieso kann man denn hier nicht hoch? Na, weil es nicht geht. Ach Leute, das ist doof. Ist mir noch nie passiert, das ist doch nervig. Demzufolge könnt ihr das auch vergessen mit diesem, dass wir das in wenigen Parts schaffen, weil durch diese Sache gehen uns ja schon mal mindestens 3 Minuten wieder verloren. Was ich sehr bedauere. Aber es ist ja nicht zu ändern. Eins muss ich noch. So. Das heißt, Leute, ich werde mir wieder angewöhnen, öfters mit Safe States zu arbeiten, damit sowas nicht passiert. Du raste ein, du Scheißding. Danke. So, hinauf bitte, hinauf. Hier rüber bitte, hier rüber. Rumdrehen, bitte rumdrehen. Hier drüber bitte, hier drüber. So, hier befindet sich ein Schalter. Da hinten ist eine Schatztruhe. Da gehen wir mal rüber. Ja, ihr seht, die Schuhe sind sehr doof. Also, ich hasse die. Ein Schlüssel und eine Schatztruhe sehe ich noch irgendwo. Kann ja nur hier hinten sein. Hallo, Link. Ja, 5 Rubine, das hat sich sehr gelohnt. So Leute, und jetzt gehen wir weiter. So, wir haben die Gleitstiefel, das heißt, wir müssen hier in allergrößter Vorsicht hier rüber. So, und hier drüben findet sich eine Tür. Mit der können wir uns, ich glaube, mit dem Enderhaken können wir uns hier rüber bringen. Glaube ich. Ne, es geht nicht. Also geht es wahrscheinlich mit Gleitstiefeln. Genau. Und wir betreten den nächsten Raum. So. Hier befinden sich wieder ein paar schöne Rubine. Und aber meine Zeit ist auch gleich wieder um. Das heißt, ich werde jetzt mal irgendwie... Ach nee, Leute, das machen wir jetzt noch fertig. Die paar Sekunden töten uns nicht, die das jetzt mal länger dauert. Die 5 Rubine hole ich mir jetzt noch.
ja nicht auf den Keks. So, hier befindet sich selbstverständlich wieder ein Geheimnis. Werden wir mal das Auge der Wahrheit machen. Na los. Hallo. Stückchen rüber. Nicht so weit. Och Mann. Die Steuerung ist kacke. So. Und der letzte findet sich dort. Den kriegt man mit Gleitstiefel. Es öffnet sich eine weitere Tür. Aber wir müssen diese Idioten hier noch töten. Damit sich nämlich hier noch eine Schatzkiste, die hier erscheint. Magie kann nie schaden. So, komm her. Sehr schön. So. Hier ist ja jetzt die Tür, die sich geöffnet hat. Aber bevor wir die jetzt betreten, beende ich meinen Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also dann, ciao Leute.